Es gibt einen Jungen, der lebt in einem Ort ganz in eurer Nähe. In einem Haus, das fast genauso ist wie das, in dem ihr mit eurer Familie wohnt. Der schläft in einem Zimmer, so ähnlich wie das, wo euer Bettchen steht. Ja, er unterscheidet sich kaum von euch. Nur in einem einzigen Punkt ist er anders. Und genau auf den kommt es in dieser Geschichte an. Ein Junge, der vor Angst immer pupsen muss. Und ein Stinktier, das nicht stinken kann, bilden eine unzertrennliche Gemeinschaft, die den größten Gefahren trotzt. Pupsi und Stink. Das erste Vorlesebuch für alle ab 18 Monaten. Von mir, Sebastian Fitzek. Illustriert von Pups, Stolli.